Was wurde im Vorfeld nicht alles gesagt und geschrieben über die Partie Alba Berlin gegen den FC Bayern Basketball? Wir konzentrieren uns auf genau diesen und sehen vor 14.500 Zuschauern in der ausverkauften O2 die Gastgeber am Drücker, Jan Jagler. Im Gegenzug John Bryant aus der Distanz 6:4 nach einer ausgeglichenen Anfangsphase. Starteten die Berliner Mitte des ersten Viertels einen 9:0 Lauf und setzten sich auf 21:13 ab. Sehr zur Freude von Berlin-Coach Sascha Obradovic. Freut sich eher innerlich. Gar nicht gefallen haben dürfte ihm, dass Bayern nun besser ins Spiel fand. Delaney und Troutman bringen ihr Team noch einmal ran. Szenenapplaus. Malcolm Delaney jedoch kassierte früh 3 Fouls und musste folgerichtig auf die Bank. Dazu dürfte gerade die Rebound-Statistik Svetislav Pesic sauer aufstoßen. 40:27 aus Berliner Sicht. Dazu verlieren die Gäste aus München den Ball häufiger und Berlin erscheint in der Transition wacher. Die Quote von draußen 50% für München, nur 36% für Berlin. Locken eigentlich keinen hinterm Ofen vor, schon eher der Zug von Cedovic zum Korb, 14 Zähler für ihn. Es sind jedoch die Punkte in the paint, vor allem die Vorarbeit eines gut aufgelegten Reggie Redding, die für Unmut bei den Münchnern sorgen. 17 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists für Redding. Hier mustergültig bedient von Wohlfahrt Bottermann. Die Kulisse in Berlin sieht's mit Wohlwollen. Heiko Schafazig aber stemmt sich noch einmal gegen die Niederlage. Auf Seiten der Gastgeber lief Topscorer der Partie Bojan Stojanovski heiß. 21 Punkte für ihn. Und auch Logan trug sich noch einmal in den Spielberichtsbogen ein. Und so endete ein hochemotionalisiertes Spiel. 94-74 für Berlin. Heiko Schafazig fasste danach zusammen: Wir waren davor nicht arrogant und sind jetzt nicht am Boden zerstört. Motto: Mund abwischen, weitermachen am 15.11. gegen Galatasaray in der Euroleague. Die BeKo Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?